Vier Frauen Seite an Seite. Wir stellen vor Caroline Abbe, Tinja Korpela, Nora Holstadt und Gina Lewandowski. Die dichteste Abwehrkette der Frauen-Bundesliga. In 13 Spielen haben sie nur 4 Gegentreffer zugelassen. Ein Hauptgrund für den Erfolg des Teams. Es ist nicht nur die Abwehr, die eine große Arbeit macht. Also es fängt ganz vorne an mit den Stürmerinnen, die sehr gut pressen und anlaufen. Und dann ist es vielleicht ein bisschen leichter für uns hinten. Wir haben auch gute Einzelspielerinnen, natürlich auch in Abwehr. Aber vor allem arbeiten wir sehr gut zusammen als eine Mannschaft. Dann schauen wir mal, wo das Geheimnis des Erfolges zu finden ist. Wie stellen Sie es an, dass so wenige Bälle den Weg durch Ihr dichtes Abwehrnetz finden? Ein Punkt ist die perfekte Absprache. Obwohl die Multikulti-Defensive mit einer Amerikanerin, Norwegerin, Schweizerin und einer finnischen Torhüterin sprachlich weit auseinander liegt. Raus, komm raus! Ich gehe. Ich bin da. Caro, näher von mir. Caro! So ist es ja. Näher. So, ja, gut. Am meisten gebe ich die Kommandos und Tine auch. Sie sieht alles von ganz hinten. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass ein die Entscheidungen trifft oder so. Wir müssen auf Nora hören und sie gibt die großen Kommandos so raus, stellen, fallen. Aber es passt ganz gut. Wir verstehen uns auch super. Und wie gesagt, auf dem Platz, außerhalb und super Teamgeist. Und passt einfach, ja. Am Anfang war auch nicht leicht, weil wir kommen auch von verschiedenen Meisterschaften und Vereinen. Und vielleicht war auch nicht einfach am Anfang. Aber jetzt haben wir uns gut gefunden, auf und neben dem Platz. Wie schafft ihr das, zusammen zu kommunizieren in Englisch? Englisch und Deutsch, beides, ja. Aber ich kann auch mit Tine Norwegisch reden. Ja, stimmt. Das Weil ich habe in Norwegen gespielt auch. We just Vielleicht. Have to look each other, then we know what the other one is thinking. Ja. Jetzt freuen sie sich auf das Spiel in Wolfsburg. Beim Tabellenzweiten, der allerdings schon 12 Punkte hinter dem FC Bayern liegt. Wenn am Samstag die Abwehr wieder steht und sie zumindest nicht verlieren, dann bliebe der Punkteabstand. Bei verbleibenden 8 Spielen wäre das schon ein Riesenschritt in Richtung Titelverteidigung. Oder die Damen? Es ist klar, dass wenn wir dann gewinnen, dann wäre ein großer Schritt Richtung Meistertitel. Aber unser Ziel ist auch, dieses Spiel zu gewinnen, um auch zu zeigen, was wir drauf haben und dass wir auch in die erste Platz gehören. Das Wunschdrehbuch ist also geschrieben. 4 Frauen, die sich blind verstehen, für ein weiteres Erfolgserlebnis in Wolfsburg.